Wenn man einen Führerschein hat und sich was zu Schulden kommen lässt, dann muss man ja unter Umständen zu so einem Idiotentest, genannt MPU. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, um diese zu umgehen. Denn wir leben ja in der EU und der Führerschein aus Deutschland kann auch in anderen Ländern, sprich in den Mitgliedstaaten, anerkannt werden. Es gibt dann Menschen, die werden dann auf einmal zu Führerscheintouristen. Der hier ist aus Ungarn und der hier ist aus Tschechien. Und damit verdient er sein Geld. Rolf Herbrechtsmeier aus Detmold hatte sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, Menschen, die in Deutschland ihren Führerschein abgeben mussten, eine Fahrerlaubnis aus dem EU-Ausland zu verschaffen. Er musste vor Jahren selbst seinen Führerschein abgeben und erkannte dann, wie wichtig der eigentlich ist. Kein Führerschein, keine Arbeit, keine Arbeit, kein Geld, kein Geld, keine Freundin, das ist alles eine Kettenreaktion. Deutsche Kunden, die hier den sogenannten Idiotentest vermeiden wollen, ihnen besorgt Rolf einen Zweitwohnsitz im Ausland, meistens ein Hotel. Wer dort mindestens ein halbes Jahr gemeldet ist, kann trotz der Führerscheinsperre in Deutschland dort eine erneute Fahrprüfung ablegen. Der EU-Führerschein ist dann auch in Deutschland gültig. Um die Vermittlung und den Papierkram kümmert sich der Detmolder. Kostenpunkt 1.200 Euro. Also ich nutze ganz klar Grauzonen. Das ist für mich auch wichtig, um erfolgreich arbeiten zu können. Aber ich habe ja die Grauzonen nicht geschaffen. Ich arbeite legal und rechtssicher und das ist das Entscheidende. Ich finde es gut, dass es so viele Grauzonen gibt, denn sonst würde es viel, viel mehr Leute ohne Führerschein geben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den 51-Jährigen. Sie will klären, ob das Ausnutzen der Grauzone nur sittenwidrig oder eine Straftat ist. Rolf Herbrechtsmeier erzählt uns, er sieht sich nicht als Betrüger, sondern als Retter in der Führerscheinnot.